Hallöchen Leute, willkommen zur 28. Episode meines Let's Plays Final Fantasy 7. Ich bin Dave und ich will euch ganz herzlich zurück begrüßen. Unsere Aufgabe oder eher gesagt, was ich versuche in dieser Episode zu bekommen, ist natürlich die Substanz Alexander. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt alles klappt, weil das war ja die Funktion dieses spezielles Punktes, das wir jetzt gehabt haben. Oh, sehr schön. Jetzt kommen wir dahin. Das ist auch jetzt die Möglichkeit, es zu machen. Schnee, soweit man sehen kann. Ich passe besser auf, wo ich hingehe. So, okay. Ich werde hier ein Zeichen aufstellen. Mit okay. So, gut. So, da geht's raus. Alles klar. So. So, gut. Immer hier, zack. So, und hier immer ein Zeichen setzen. So, weil die Karte dreht sich, dass wir den Punkt uns merken tun. Wir müssen jetzt nämlich eine Höhle finden. Das ist Fakt. So, lass mal einfach mal die Karte einfach so drehen, wie es sein soll. So, hoffen wir mal, dass wir sie auch finden. So, wo gehen wir jetzt hier entlang? Kommen wir hier hin, weil wenn wir jetzt uns verirrt hätten, yo, Battle Time, wenn wir uns natürlich verirrt hätten hier, weil es uns zu kalt wird, ist die Option, dass natürlich Cloud unmächtig wird und dann kommen wir eh in den Punkt hier wieder raus dann. So, Try macht bestimmt seine schöne Wirkung, so wie es sein soll und alles sind down, wunderbar. Ich meine, dieses Gebiet ist auch sehr sinnvoll, dass man jetzt auch ein bisschen weiter auflevelt, das ist auch Fakt. Und natürlich auch ein bisschen Money noch sammeln. So, ich hoffe mal, dass ich auf dem richtigen Punkt bin, ohne dass du jetzt schon unmächtig wirst. Hoffe ich mal nicht, Cloud. Dass es dir nicht zu kalt wird. Bitte nicht. Weil ich glaube, wir sind, so wie es aussieht, ganz nah, wo es sein soll. Ja. Sind wir jetzt da, wo wir hinkommen? Ja, wir sind da. Sehr gut. Das wäre ja optimal, wenn es das wäre. Ja, wir sind da. Sehr schön. Das ist die Option. Oh, du hast vielleicht Nerven, mich mit dem gleichen schmutzigen Händen berühren zu wollen, die diese dreckige heiße Quelle angefasst haben. Das werde ich dir nie verzeihen. Ja, ein kleiner Boss-Time. Es ist der Boss Schnee. So, aber in dem Moment reicht eigentlich Meteorschauer. Oh, wunderbar. Sehr schön. Gut, das müsste eigentlich schon reichen. Da machen wir noch Trine zweimal rein. Oh, das müsste sogar vielleicht sogar reichen. Ja, reicht schon. Der Limit Break. Sehr gut, wir haben es sofort. So. Warum? Ja, und wir haben schon die Substanz Alexander. Sehr, sehr schön. Das hat doch schneller geklappt, wie erwartet. So, soll ich Shiva noch drin lassen? Ich glaube, Shiva lasse ich noch drin. So, was hast du? Was hat einer, wo ich glaube, ja, bei Barrett Alexander obwohl, der hat ja schon einen Haufen Simone drin. Aber ich glaube, das wäre echt sinnvoll, wenn wir bei Barrett das hier reinmachen. So, Demi lassen wir drin. Extra HP. So, was ist bei Cloud? Die Zusatzwirkung könnte man rein theoretisch rauslassen. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen im Zwiespalt, was das angeht. Komm, Alexander bekommt Cloud. Fertig, Feierabend. Wir haben jetzt Gift rausgemacht. Das können wir ja eh gebannen. Yo, Battletime. Das ist doch sehr schön, sehr schön. Oh, dann zeige ich euch natürlich unsere neuen Samoan auch noch dazu. So, machen wir mal Alexander. Rip. Drecksack. So, das jüngste Gericht kommt vor jetzt vom Boden. Sehr schön. What the fuck? Wie, du bist noch nicht down? Okay, doch. Hätte mich ein bisschen gewundert, ganz ehrlich. So. Gut, jetzt muss ich versuchen, an andere Punkte jetzt noch hinzugelangen. Das ist Fakt. Bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das so leicht hinbekomme alles. So. Gut, jetzt gehe ich nämlich zurück. Zu dieser Verwirrung, weil es gibt noch eine Insel. Hier gibt es nämlich natürlich noch viel zu finden. Sehr, sehr viel. So, jetzt gehen wir wieder. Gehen wir erstmal ins nächste Battle.
Oh, ein kleiner Drache. Sehr schön. So, Eis bringt schon mal bei der nicht. So, dann kommt einfach mal jetzt hier das und noch einmal tryen. Und hoffen wir mal, dass das reicht. Oh, wow, wow, wow. Ihr ballert aber jetzt ordentlich rein, dass ihr noch Cloud vergiftet hat. Schämt ihr euch nicht? Nee, ihr schämt euch bestimmt nicht. Faszination. Was heißt Faszination? Oh, nee. Bitte nicht. Nicht Wirkung. Oh, nee. Das ist nicht gut. Ja, und Nanaki muss nochmal angreifen. Schon wieder Faszination. Und diesmal auf Cloud. Aber vielleicht... Nee, da lernt keine neue Feintechnik. Wunderbar. Und kaltem Atem auch noch dazu. Er reicht jetzt langsam, wie viel du angreifst. Auch. Ja, sehr schön. Geht alle auf Nanaki drauf. Sehr gut. Leck mich am Ärmel, ey. Unmöglich. So, Ifrit ist auch Level Up, genauso wie Barret. Wunderbar. So. Heilen. Bevor wir hier down gehen. Ich hoffe jetzt, dass ich diese Insel ganz schnell finde. Ich muss nämlich in den Norden ab, um diese Insel zu finden, oder? Muss ich kurz auf meine Karte gucken. Ja, es ist im Norden. Alles klar. So, was wundert mich, dass Cloud noch nicht ohnmächtig geworden ist. Weil normalerweise bei dieser Kälte es öfters geschieht. So, gut, ihr seid nur einmal tryen, so viel ich es noch in Erinnerung gerade habe, von der letzten Episode her. So, zweimal tryen, vorsichtshalber. Ja, tryen, wie ihr seht, ist halt schon eine ganz große Wirkung, generell, weil es auf beide geht. Okay, dann muss es zweimal tryen sein. Auch nicht so schlimm. Sehr schön. Wunderbar. Ah, die geben genug Erfahrungspunkte, dass es immer leichter wird, was Level Up angeht. So, gut, dann gehen wir jetzt wieder hier weg, ab. So. So, jetzt muss man in den Norden. So, ab zum Norden, hoffentlich. Oh, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Dann muss man vielleicht in den Süden. Nee, wir müssen in den Süden. Ah, ist scheiße. Ah, verdammt, 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 ich mag das nicht, ich mag das, ach. So, irgendwo muss hier eine Insel sein. Hier muss irgendwo eine Höhle sein, hoffentlich ist hier irgendwo eine Höhle. So, dann, dann, dann. Komm, Claudi, das haltst du noch aus. So, gut, wo kommen wir jetzt hier hin? Was war das bitte? So, gehen wir so in den Norden. So, komm, gehen wir mal in den Westen. Vielleicht finden wir ja jetzt hier mal die Insel. Oh, warte. Es gibt nämlich hier im Schneefeld eine Höhle. Und da kann man was finden. Aber ich glaube, das ist auch wieder falsch. Weil ich muss sie auf dem Schneefeld finden. Naja, dann gucken wir mal, dass wir ohnmächtig werden. Oh, zack, zack, zack. Zack, ich will diese verdammte Insel für... Da ist sie! Ah, hat doch schneller geklappt, wie ich vermutet habe. So, da finden wir noch... Uah, erstmal ein Battle. Gut, dann haben wir das auch hier gemeistert. Oh nee, nicht ihr. Nicht ihr. Ihr seid zwei edelliche Babsäcke. So, machen wir mal Trine gleich. Zack. Weil die ziehen einen Haufen Zeug ab, die kleine Scheißroboter. Abartig, aber ich denke mal, mit der Funktion müsste es jetzt passen. Und? Oh, fuck you, ey. Unmöglich. Eis ist schon mal nicht gut gegen die. Das gefällt mir nicht. Okay, dann tust du normale Attacke machen. Oder reicht das? Nee, das reicht natürlich nicht. So, gut. Du machst nichts, Cloud. Alles macht jetzt Barret. So, machst du nochmal Tryen, weil du hast eigentlich mehr Magiepunkte. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo die 8 ist, weil da gibt's auch noch ein was Wichtiges. Ja, super. So, mach jetzt mal da auf. Das reicht. Sehr schön. Gut, dann holen wir uns erstmal die andere Substanz hier. So, Titan ist auch Level Up. Wunderbar.
So, was haben wir hier? Ein alle Materie. Sehr schön. So, Barret tut alle mal heilen, bitte. Obwohl, Nanaki macht es mal. Nanaki hat genug Zauber. Oh. Sehr schön. Dun, dun, dun. So, da haben wir schon mal 2 Punkte gefunden. Jetzt laufe ich einfach jetzt mal da entlang und hoffe, dass ich da rauskomme. Ich muss nämlich zum Berggipfel. So, leer. So, gut, wo kommen wir jetzt hier raus? Es wundert mich wirklich, dass wir bis jetzt noch nicht ohnmächtig geworden sind. Dabei rennen wir hier der tiefsten Kälte mit... Ja... Wenn man sich das so überlegt, ist es schon die tiefste Kälte überhaupt hier. Eieiei, das ist schon witzig. Und dass er echt nicht ohnmächtig wird, der Kerl. Das ist ja echt krass. So. Ich glaube, da sind wir jetzt auf dem Punkt, wo wir eigentlich mit der Höhle waren, mit dem Alexander, ja. Boah, es war Battle Time. Battle Time, Battle Time. Oh jo, klar doch, warum auch nicht mit euch Freaks. So, gut, wir ballern dir mal Feuer rein. Sehr schön. Hast du wunderbar gemacht. So ist das wunderbar, so try. Müsste passen eigentlich soweit. So. Ja, und wen hat's getroffen? Okay, Nanaki, ist nicht so schlimm. Hoffentlich, dass das jetzt reicht. Ein Scheißdreck reicht es. Faszination. Bitte. Nicht auf Cloud. Ich mag einfach diese Attacke nicht. Die ist einfach so unnötig wie die Katz. So, der Drache ist am Arsch. Ja, super. Jetzt kommt noch die dritte Faszination. Und das geht auch am Barret. So, irgendeiner muss sich jetzt gegenseitig treffen. Und jetzt noch kalte Atem. Weil irgendjemand muss wieder zur Vernunft kommen. Wird's Nanaki? Ein Scheißdreck wird's Nanaki. Sehr gut. Braver Cloud. Braver Cloud. So. Oh, Chocobo-Köder ist auch Level Up. Sehr schön. So, wo hängt's jetzt? Hier, diese Höhle müssen wir ja nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal hier geradeaus runter. Sehr schön. Gut, wir müssen jetzt halt ein bisschen hier mal durchsuchen. So, düm, düm. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass wir jetzt hier die ganze Zeit Battles haben. Das ist echt nicht dramatisch. Aber irgendwann nervt es halt. So, ich muss auf jeden Fall den anderen mal ein bisschen Ether geben. Weil Magiepunkte werden auch immer weniger. Wenn ich nicht langsam hier aufpasse. Ja, ist schon im gelben Bereich bei Cloud. So, Cloud ist Level Up. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Ah, jetzt passiert's doch. Dass wir ohnmächtig sind. Mein Kopf. Bist du wach? Oh, du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Okay, dann erzähl mal. Warum gehen wir nicht ins andere Zimmer und setzen uns? Okay, und wo? Okay, da hoch oder was? Alles klar. Hast du von denen gehört, die sich an dem Felsen gewagt haben? Nein. Einer alten Legende nach ist hier etwas vom Himmel gefallen. Es soll das Land nach oben geschoben und den Felsen gebildet haben. Vor 30 Jahren nahm Jumski und ich es mit dem Felsen auf, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Aber wir waren nicht vorbereitet, wir hatten nicht mit so tiefen Temperaturen gerechnet. Am Felsen pfeift stets ein super kalter Wind. Diese Kälte senkt die Körpertemperatur. Jumski war unterhalb von mir. Er durchschnitt sein Seil. Ich hab's nicht mal bemerkt. Seitdem lebe ich hier, nehme es mit dem Felsen auf, gebe anderen Bergsteigern eine Herberge und warne sie. Wenn du den Felsen ersteigen willst, musst du 2 Maßnahmen ergreifen. Zuerst prüfe deine Route, bei dem Schnee ist der Weg schwer zu finden. Route überprüfen, okay. Nochmal drücken, um Körpertemperatur zu erhöhen, okay.
Zweitens, wärm dich an den Felsvorsprung auf. Verstanden? Ja. Du musst nach dieser Kletterei müde sein. Ruh dich etwas aus, bevor du weiterziehst. Sehr schön. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. So, können wir auch hier gleich speichern. Das ist noch wunderbarer. Haben wir wenigstens Magiepunkte voll. Da brauche ich nichts zu verplempern. So, sehr schön. Gut, dann geht's jetzt wieder raus. Aber, das sind ja auch die anderen. Die warten. Ist kalt. Weißt du, ich hab's nachgedacht. Was ist... An so einem Ort wird einem erst klar, wie gewaltig die Natur ist. Aber wenn jemand von mir verlangt, hier zu leben, würde ich sagen, es soll sich zum... Aber eins sage ich dir, wenn ich doch hier leben müsste, würde ich hier einiges ändern und verbessern. Ich schätze, Midgar ist das genaue Gegenteil. So betrachte ich Shinra gar nicht so übel. Was sag ich da? Shinra nicht übel? Wir sichern die Strecke, ihr kommt später. Verdammt, wenn ich nur wieder fliegen könnte, dann wäre ich diese Klippe harmlos. Mietlaus will nein. Ich will wieder hier zurück. Ich will zurück in den Gletscher herein. So. Dünn, 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 dünn. Dünn, dünn. So, jetzt wieder hoch. Genau. Oh! Battletime! Ach, die Hoppel-die-Hop-Hasen sind auch hier am Start. Hektik! Hechtkick! Ba-bam! Ja, die Hoppel-die-Hop-Hasen. Die Riesenrammler. So, schön reingeballert. Sehr gut. Naja, wenn wir so weitermachen, sieht es sehr positiv für uns hier aus. So. Oh, da hoch will ich. Ich will nämlich schnell ein paar Items natürlich noch finden. Der große Gletscher. Natürlich hätte ich jetzt hier hochgehen können und hätte mit der Story weitermachen können, aber das möchte ich erstmal noch nicht. So, ach, der ist jetzt diesmal alleine. Alles klar, schön. Diesmal bist du alleine, dann kriegst du einmal Eis reingeballert. Dann gibt's noch einmal ein Trine. Das müsste reichen. Lawine. Wie Lawine? Oh, verdammt, nein. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, Eis gibt ihm wieder Energie. Nee, der zieht ihm nur nichts ab. Wunderbar. Glück gehabt. Aber sowas von Glück gehabt. So, reicht es? Ja, es reicht. Sehr schön. Aber er zieht aber auch nicht viel ab. Das kommt auch noch dazu. Das ist schon blöd. Und viele Erfahrungspunkte gibt er auch nicht. Ah, okay, wir sind da weitergekommen. Interessant. So, wo führt mich jetzt der Weg hin? So, nur nicht zusammenbrechen. Weil beim nächsten Zusammenbruch werde ich natürlich auch abspeichern und dann die Episode beenden. Aber das, was noch dazu dann kommt, ist, dass, ja, es dann mit der Story weitergeht. Weil es ist halt schon eine Haufen Riesensuche hier. So, gut. Machen wir mal einmal. Komet baller mir immer rein. Und du ballerst ihr Feuer herein. Und du kannst gar nichts machen. Hoffentlich reicht es. Wow, 3000. Wunderbar. Das ist halt eine richtig starke Materie. Komm, ja, Cloud. Auf Cloud. Wunderbar. Weil wenn jetzt noch der gute Nanaki sein Feuer macht, müsste sie eigentlich Geschichte sein. So sollte es aussehen. Weil die hat ja noch 4000 Lebenspunkte. Aber sie gibt auch für das, dass sie viel Lebenspunkte hat, aber auch nicht viel HP her. Das kommt auch noch dazu. So. Wo führt uns jetzt hier der Weg hin? So, okay. Aha, da ist eine Höhle. Ah, da haben wir was. Interessant. Ein Elixier und ein Battle. Heieieieieieiei. So, gut. Trine.
schön Trine reinzimmern. Und nochmal Trine reinzimmern. Wow. So, dann machst du mal eine Beschwörung. Ach, Kuyata bringt auch nicht viel. Und du hast nur auf Eis. Ah, das ist halt blöd. Es wird halt zeigt wirklich, dass ihr für Nanaki mal was Besseres finde. Oh, weil, obwohl Nanaki, glaube ich nicht, dass er die attackieren kann. Das würde mich jetzt wundern. Reicht es für die beide? Ja, es reicht. Zweimal Try machen ihren Job gut. Ja, und Money geben sie auch ordentlich. Das ist doch mal was Vorteilhaftes. So, gut, dann haben wir das hier. Soweit. Das ist doch... Was geht, ey? Meine Güte. Sowas von unnötig für die Katz wieder. Also manchmal könnte ich beim Spiel kotzen, aber nur manchmal. Egal, warum reg ich mich eigentlich auf? Wow, das sind aber ein Haufen Gegner jetzt. Egal, es ist halt wirklich alles Vorteil für uns, weil es alles Erfahrungspunkte, die wir sammeln tun. Und ich dürfte mich eigentlich nicht aufregen. Deswegen, ich dürfte mich wirklich nicht aufregen, weil das ist echt vorteilhaft. Auf eine Art und Weise. So, Dele. So, sehr gut. Und hoffentlich geben sie jetzt richtig ordentlich was. Hoffentlich. Oh, Genesung. Oh, Genesung ist Level 3 bei Cloud. Das ist gut. Das heißt, er hat Heilung Nummer 3 erreicht. Das kann echt nicht besser laufen gerade. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Was ist so schlimm? Wo führt mich dieser Weg hin? In das nächste Battle. Gut, das ist immer gut. So. Hauptsache leichte Gegner und keine schwere. Dass wir natürlich auch was haben davon. So, aber ich muss auf jeden Fall jetzt mal mit Nanaki alle heilen. Dass wir wieder unsere Lebenspunkte auf Standard hoch haben. Ah, verdammt. Schade. Loved. So sollte es sein. Alle down, alle down. Nanaki ist auch bald Level Up. So, gut. Level Up sage ich. Limit Break Up. Also, dass wir das sein Limit Break natürlich einsetzen können. Nee. Nanaki. So. Oh, Nanaki, Nanaki, machst du wunderbar. Ich danke dir, tierisch, mein tierischer, richtiger Hundefreund mit dem Feuerschwanz. So, wo führt uns das hier hin? Mhm. Ach so, das ist der Anfang. Alles klar. Das ist der Anfang. Ich will aber jetzt da hoch. Der goldene Anfang von diesem Chaos hier. Oh, wow, was seid denn ihr für Freaks, ey? Oh. Wow, wunderbar, Barret. Ja, die neue Waffe von Barret hat schon gute Funktion. Super, und Cloud ist auf Aggressivität. Das heißt, er müsste eigentlich nur noch normale Schläge. Okay, auch nicht schlecht. Mit einem Schlag sind sie finito in die Katata. Ah, 1500 Erfahrungspunkte ist schon ordentlich. So, warum geht's hier nicht weiter? Achso, ich muss ja da hinten hin. Schon so bleiben. Es hat mich nur ein bisschen irritiert, was das für eine Gegend war. So. Gut, dann machen wir... nee. Ah, das sieht man. Heilung 3 ist erreicht von guten... Guten Cloud. Hoffen wir mal, dass die andere auch mal Heilung 3 erreichen. Nanaki hat jetzt sein Limit Break erreicht. So, aber das müsste jetzt eigentlich reichen. Sehr gut. Sogar auf einmal ein Trine. Das wundert mich gerade sehr stark. Das wundert mich gerade wirklich stark. So. Weiter geht's hinein. So, okay, hier finde mir was. Hier könnte mir was finden, so viel ich weiß. Aber ich glaube, das wird eher Fuchsi, das hier zu finden. Ach doch, da ist es schon. Ein Gemutskapsel. So, können wir hier weiter? Im Irrewald. Irgendwie hänge ich hier. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Hallo? Wie geht's weiter? Nach rechts oder was?
Geht's hier irgendwo raus? Ja, da raus. Gut. Gut, dann haben wir hier auch das Item gefunden. So. So, nein. Immer tryen reinballern. So, komm, macht euren Job richtig, dann ist es wunderbar. Wunderbar. Level up für Barrett. Ja, wenn wir das hier vielleicht geschafft haben, habe ich vielleicht alle Gegner auf oder alle unsere guten Freunde. Ach, guck mal, da ist ein Trank. So. Jetzt müssen wir versuchen. Jetzt gibt es hier ein Rätsel, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre, da drüben muss eine Insel sein. Wenn wir hochkommen würden. Ja, das wird jetzt extrem, extrem lustig. Hier müssen wir genau herausfinden, wie wir hier laufen müssen. So, dann machen wir mal. So, die Überquerung ist der einzige Weg. Es muss sein, ja. Dreh dich in Richtung, in die du springen willst. Okay. So, einmal nach oben. Nach links. Nach unten. So, hoch. Ja, hier. 8. Oh, das ist halt echt fuchsi. Ah, ist doch gemacht. Sehr gut. So, da haben wir eine kleine Insel hier. Dann gehen wir auch mal rein. So. Was gibt's hier nochmal? Da haben wir ein Sicherheitsbit. Was ist ein Sicherheitsbit? Aber bestimmt heißt es hier ganz anders, da ein Sicherheitsbit. Da ist er. Schützt vor Tod, Versteinerung, allmähliche Versteinerung. Interessant. So, Kraftkapsel bekommt auch wieder der gute Cloud hier. So, was haben wir hier? Wir haben Zauberkapsel. Zauberkapsel bekommt der... Lalala, auch Cloud. So, Abwehrkapsel. Diesmal bekommt es auch Cloud. Alles auf Cloud. Gemutskapsel. Das bekommen dann Naki und Barrett. So, tun wir mal ein bisschen verteilen, was wir hier unten haben. Kosmoglut. Das ist Nanakis eigentlich. Das ist eigentlich Nanakis letzter Limit Break. Aber das können wir nur bekommen, wenn wir die ultimative Waffe von Nanaki haben. Können wir es ihm geben. So, Turboether. Alles, was wir nicht mehr brauchen. So, gut. Gut, das war's eigentlich, glaube ich, hier bei dieser Insel. Gut, dann haben wir auch das Item hier von der Insel. Das ist vorteilhaft. So, ja, natürlich. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. So, nach links, nach unten, nach rechts, nach unten, nach links, nach unten, nach rechts, nach unten, nach links und ab. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das ist doch wunderbar alles. Sehr schön, sehr, sehr schön. Oh, sind wir dann wieder hier und gehen erstmal in das nächste Battle hinein. Das Battle, 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 Battle. So, oh, und das ist wenigstens nur einer. So, ballern wir mal Feuer rein und schön zweimal tryen. Und dann ist das auch Geschichte, hoffe ich zumindest mal. Weil sonst wäre es ja ärgerlich, ganz ehrlich, Leute. So. Gut. Reicht es? Scheißdreck reicht es. Dann mach halt nochmal Feuer rein. Ohne Witz, ey. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Ja, jetzt reicht's wenigstens. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Sodle. Gut. Haben wir das auch hier jetzt gemeistert? Jo, super. Brechen wir halt mal zusammen. Verdammt, jetzt wollte ich eigentlich zur nächsten Insel tappen. Egal. So, speichern wir mal ab. So. Und versprochen ist natürlich versprochen. Nachdem ich ja jetzt nochmal zusammengebrochen bin, werden wir uns natürlich auf dem Weg zum nächsten Punkt hier machen.
Ja, versprochen ist versprochen, leider, Leute. Ich hätte auch Bock gehabt, eher weiterzumachen, aber wir müssen hier auch mal ein Ende setzen, langsam, weil, ja, wir können natürlich noch mehr suchen und finden hier. Aber ich denke mal, das, was wir erstmal gefunden haben, reicht erstmal. So, gespeichert haben wir. Pennen tun wir auch mal hier. Tun wir uns ausruhen, dann tun wir nochmal speichern. So, ja, alles klar. Natürlich will ich mich ausruhen. Vielen lieben Dank, mein guter Freund. Sehr schön. Soweit halt auch alles funktioniert. So. Ich meine, ich frage mich, was ich noch in einer Höhle finden würde, aber komm, die Episode ist noch nicht fertig. Scheiß drauf, wir machen das schnell. Ich will auf jeden Fall das haben. Ich will noch zu einer Höhle hier. Ich weiß nämlich nicht, was ich da finde. Und ich will es einfach bekommen jetzt. So. Ich will es einfach haben. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen mit der Story weiter, Leute. Aber ich will es haben. Ich will es unbedingt haben. Ich bin so gierig gerade. So, komm. Zack, zack. Ah, super. Erstmal im Battle. Weil ich weiß halt echt nicht, was es da noch gibt. Das ist, was mich gerade so fuchst. Und das will ich nämlich natürlich haben. So. Und natürlich ist es auch vorteilhaft. Oh, wunderbar. Da hast du aber ordentlich reingeballert. Aber das reicht ja. Die Hobbledy-Hopp-Rammler sind eh jetzt mit Trine, Finit Incantate. Sehr gut. Nee, ich will auf jeden Fall alles haben, was in diesen Höhlen verbergt sind. Weil man weiß ja nie, was es alles so gibt hier. So, oh, guck mal. Eis kommt auch auf seine Günsten jetzt mal, dass es auf Level 3 kommt. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hier rauskomme. Ich hoffe, dass es sinnvoll war, wo ich hier hingedappt bin. So, du musst jetzt nur noch eine Höhle überleben, mein guter Cloud. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber dafür machen wir erstmal ein Battle nochmal. Gut. So, die Freaks machen wir mit ein Trine hoffentlich von Cloud fertig. Wenn nicht, wird es halt noch ein Trine geben. Und reicht es? Ja, es reicht. Cloud macht es ganz schnell. Finit Incantate. Nee, ich meine, ich mache schnell noch diese komische Höhle. Und dann geht's natürlich mit der nächsten Episode dann natürlich weiter mit der Story. Ich meine, wir haben ja die Substanz gefunden, die ich haben wollte. Deshalb wäre auf jeden Fall Fakt. So, jetzt gehe ich hier. Diese Höhle waren wir ja drin. Da haben wir ja Alexander gefunden. Aber ich gehe jetzt... hallo? Was geht ab? So, jetzt geht's wieder weiter runter. Erstmal nächstes Battle. Ja, ich hätte eher gehofft, dass ich mehr aufleveln könnte in dieser Fassade hier. Aber naja, Level 50 wäre es schon schön gewesen, für den nächsten Abschnitt von der Story zu kommen. Aber ja, passt schon. Ich hab ja schon die Leute schon gut aufgelevelt. Sehr, sehr gut sogar. Ich meine, dass manche Passagen halt dann schon einfach werden. Ich meine, guck mal, Cloud ist auch schon fast Level 48. Da fehlen nur noch 2-3 Level. Von daher ist es schon optimal. So, gut, da komme ich jetzt da entlang. Alles klar. Jetzt muss ich dann da runter. Hoffe ich mal, dass es richtig ist. So, einmal Trine bitte, Cloud, wieder. Oh, ja, Barret, wenn er, denke ich mal, beim nächsten Level ab, müsste er sogar 4000 Lebenspunkte haben. Das ist halt sehr gut. Für diesen Abschnitt, so hoch wie die aufgelevelt sind, ist sehr, sehr gut. So, bei Cloud... Wie viel wird es bei Cloud sein? Das interessiert mich gerade. Ah, da sind wir schon bei 3700. Ja, bei Level 50 ist auf jeden Fall Cloud auch bei 4000 Lebenspunkte. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut, Leute. Ich meine, du als schon, ich versuche wirklich alles zu sammeln, was nur möglich ist. Ich meine, ich will schon alle Materials haben, alle Substanzen, alle Aufrufzauber, alle Beschwörungen. So. So, Cloud. Einfach nur aushalten. Bis zu einer bestimmten Stelle noch. Dann kannst du von mir aus zusammenbrechen. Dann ist es mir schon wurscht egal. So, weiter geht's. So, machen wir nochmal vorsichtshalber nochmal ein Try. So, okay. Nanaki ist wütend. Ich glaube, der wird auch direkt attackieren gleich.
Zack. Oh, oder wir machen es halt mit einem. Ist auch nicht schlecht. Hauptsache, die geben jetzt ordentlich Erfahrungspunkte. Oh. Ja, Barrett braucht noch ein bisschen, bis der Level up ist. So, gut. Hoffentlich mal, dass ich jetzt... Ja, da sind wir bei der letzten Höhle, da wo ich hingehen wollte. Da ist die letzte Höhle. So, was haben wir hier drin? Okay. Was ist das hier? Ich kann mich echt nicht mehr gerade daran erinnern an diese Höhle. So, gut. Da kommen wir da hoch. Alles klar. So, und dann jetzt hier rechts. Wo führt's mich hier hin? Tiefer in die Höhle hinein? Gut. Oh, riecht nach Ärger. Verschwinde eine Sekunde noch, hallo. Okay. Wir machen ein paar Rollen. Okay. Alles klar. Finde ich witzig. Okay. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier hingekommen bin, ganz ehrlich, Leute. Ich hab keinen Platz. Ach, nee, laber nicht. Ah, okay. Das wundert mich jetzt mal ganz stark, Leute. Dass wir dann da rauskommen, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt echt wirklich nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Ich hätte gedacht, wir finden da noch was drin in dieser Höhle. Aber dass es da rausgeht, ist ja echt interessant. Auf eine Art und Weise. Okay, alles klar. Oh, Hitze Level Up, Feuer 3 auch für Nanaki. Alles klar, und das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Okay, alles klar. Hoffe ich mal, dass das so funktioniert, wie ich mir es jetzt vorstelle. Jetzt kommen wir nämlich wieder hier raus. So, dann hoffe ich mal, dass wir schnell wie möglich zusammenbrechen. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, hier genug aufzuleveln, von daher. So. Ja, dann war es doch. Okay, das war... Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir das dann so zurückkommen. Auch nicht schlecht, auf eine Art und Weise. So, macht Cloud alle in die Geschichte? Ja, Cloud macht sie alle vernichtend. Vernichte, finite, Katate. Nee, passt soweit. Das passt wirklich soweit. So, dann machen wir erstmal hier ein bisschen Energie für Nanaki. Nanaki darf mal hier Cloud-Energie geben und natürlich Barrett. So, dann gehen wir hier vor und ich hoffe, das ist... super. Hallo, was verkackst du jetzt gerade hier? Achso, deswegen. Das ist wegen dieser Bildoption, alles klar. Ne, okay, dann haben wir eigentlich soweit, glaube ich, mal alles hier gefunden, was es hier zu finden gibt. Denke ich mal. Alles klärchen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da gibt es noch ein paar Sachen zu finden. Also wenigstens in dieser Höhle. Aber anscheinend nicht so. Okay. Dann, ich kann mich natürlich auch mal ehren, das ist Fakt. Oh, ist nicht schlimm. So. So, ich hoffe nur, dass wir eventuell nochmal so diese komische Shiva finden, dass wir so diesen Zauberatem eventuell lernen können noch. Weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht gelernt, ja? So, Zauber, gehen wir mal Feindestechnik. Hallo, Feindestechnik. So, Flammenwerfer, Froschgesang, Todesurteil. Nee, das haben wir tatsächlich nicht gelernt. Warum? Weil die Tante es natürlich nicht auf uns machen will. Drecksau. Drecksau. Oh, hoffentlich jetzt kommen wir wieder in die Mitte hinein, dass wir da zu diesem Ding dann kommen. Ja. Yeah. So, das reicht ja nicht mit euch, hä? Es muss ja schon voll auf die 12 gehen, ne? Wow, ein Critical Hit von Barrett, aber was für einer. So. Warum kannst du sie einfach nicht beide in die Wüste schicken, Bub? Ja, super, jetzt mache ich wegen ein Zauber auf einen. Hoffentlich kriegt er nicht die Magie noch dazu. Ja, geht doch. Ah, sehr gut. So, hoffentlich brechen wir leicht gleich zusammen.
Hoffentlich. Oder wir kommen jetzt in den Bildschirm heraus. Aber muss mal tief in den Norden gehen. Okay, wo? Also, da sind wir jetzt hier. Wenn wir jetzt hier reingehen, wo kommen wir da rein? Achso, da kommen wir da hin. Alles klar. Da waren wir ja schon. Oh, 4 Stück. Hola die Waldfee. 4 Stück sind schon ordentlich. So, das gibt's noch einmal. Aber die geben dafür aber jetzt ordentlich Erfahrungspunkte. Die müssen mindestens 2000 Erfahrungspunkte jetzt uns allen geben. Hoffentlich. Das wäre ordnungsgemäß, weil dann wäre Barrett eigentlich fast Level Up, oder? Nee. Ah, 2000 geben sie auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Ja, Money sammeln wir auch hier ordnungsgemäß. Was will man echt mehr? Gerade hier. Einfach weiter. Ich meine, es ist echt nicht schlimm, die Battles. Ich meine, diese Episode wird extrem lang. Es tut mir leid, Leute. Aber wir haben auch sehr viel erreicht, was das angeht. Hier, die sind verwirrende Gebiet. Und das ist schon vorteilhaft. So. Wenn du es jetzt auf einen machst, Trine, musst du ihn eigentlich in die Hölle schicken, oder? Geh doch, Barrett. Aber ich finde schade, dass wir die eine Feindestechnik noch nicht erlernt haben, weil sie ja jedes Mal dieser scheiß Atem auf Nanaki geht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auf dem Schneefeld draußen sein. Müssten wir eigentlich. So. Nee, sind wir immer noch nicht. Ah, scheiße. Gut, dann müssen wir da hoch. Das ist gerade Verwirrung pur. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich bin. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und es wird ja auch nicht mal angezeigt. Das kommt ja auch noch dazu. So, ich meine, das Einfachste wäre halt wirklich jetzt zusammenzubrechen. Dann sind wir am schnellsten dort, wo wir hingehen sollten oder hinkommen sollten. Dass wir weitermachen können in der nächsten Episode mit der Story natürlich. So, einmal Try natürlich vom guten Cloud. Aber Hauptsache, es kommt jetzt mal auch wieder die Shiva-Tante. Das wäre auch gut. Oh. Jetzt ist Try sogar... Ja, unnötige 20 Magiepunkte, die wir verlieren. Aber wir können ja eh dann, wenn wir auf der Hütte sind, uns regenerieren. Hauptsache Level Up fast. Oh, Genesung. Das heißt, Barrett hat auch die Heilung Nummer 3, wo er jeden heilen kann. Das ist doch sehr, sehr gut. So, da sehen wir doch. Jetzt in den Norden ab. Ab in den Norden. So, immer in Betracht ziehen, dass wir in den Norden gehen. Dass wir zu dieser Hütte kommen. Na, warten, 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 warten. Okay. Schräg hoch. Ah, schon wieder drehen. Alles klar. So. Und ja, wir sind angelangt. Sehr schön. Funktioniert doch alles, so wie es sein soll. Okay, gut. Wir tun erstmal eine Runde pennen. Und dann natürlich. Nö, brauchst du nicht. Ich hab's schon in mir. Also. In dieser Episode ist schon viel passiert. Muss man sagen, wir haben viel aufgelevelt. Wir haben alles durchsucht, was man durchsuchen sollte hier. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Final Fantasy 7. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.